Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Pickups. Es geht diesmal nur um Lego. Ich habe wirklich genug von Lego hier stehen. Ich gebe zu, mein Bruder zugeschlagen. Ich habe auch einmal, aber das meiste ist mein Bruder. Trotzdem, ich wollte euch das zeigen. Echt cooles Zeug dabei. Erstmal ein Intro und dann fange ich an, euch geile Teile zu zeigen. Geile Teile, nichts Unanständiges. Ich fange an mit etwas, wo echt man schon begeistert ist. Das größte Set kommt hier gleich. Ihr seht es sofort schon, weil ich es auf meinem Schoß habe. Der Lego Pac-Man Automat. Wahnsinn, was für ein geiles Teil. Ja, wirklich. Er ist noch nicht gebaut. Hier könnt ihr sehen, auch mit Innenleben und mit Joystick und hier so in Mini-Form nochmal den Pac-Man-Automaten, so dass man die Figuren hat, dass man sozusagen, als ob man das wirklich spielen würde. Ja, hier so die Pac-Man und Geister sind natürlich auch dabei. Es ist so, es sieht echt cool aus. Wahnsinn, hier kann man so ein bisschen drehen und dann bewegt sich da drin wahrscheinlich wieder was, ähnlich wie mit dem Fernseher mit dem Nintendo von Lego, also mit dem Lego Nintendo. Ja, Wahnsinn. Ja, den hat mein Bruder beim Lego Store gekauft, also online beim Lego Store, war da im Angebot, hat natürlich auch noch ein paar Vergünstigungen gekriegt und so weiter und so fort, weil man bekommt ja Punkte und die kann man wieder einsetzen, kriegt andere Sets günstiger. Dann gibt es Bonus-Sets, Bonusteile, wie zum Beispiel das hier, das gab es als Bonusteil irgendwann mal da mit bei. Und zwar dieses Set, wie so ein Mini-Kugelspiel, wo man eben halt mit einer Kugel sozusagen die Hindernisse ausweichen muss. Das gab es sozusagen bonusmäßig dabei. Und ihr seht, das wird nur voll werden. Ich kann da gar kein Gesamtbild machen. Es wird nur voll werden. Ja, womit geht es weiter? Ein wunderschönes Set, was mein Bruder sich auch zugelegt hat. Und zwar hier von Winnie the Pooh. Das ist von Lego Ideas. Der Baum richtig schön. Ihr könnt sehen, richtig toll. Und auch hier hinten. Na, richtig schön mit Innenleben, die Figuren alle dabei, Ticker, Ferkel, IA, der Honig ist dabei und man kann so ein bisschen das dekorieren. Einige der Figuren gab es schon mal in diesen Disney Mini-Figuren-Serien, aber nicht alle und hier hat man jetzt wirklich eine besondere Edition. Richtig cool. Was mir gerade auffällt, hier haben wir ja oben auch so ein, so ein Bienenstock sozusagen, ein Bienennest und das ist mir gerade aufgefallen, dieses Bienennest ist hier auch als Objekt einfach eingebaut worden. Ja, also wie gesagt, das Winnie the Pooh Set kam in die Sammlung. Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Hier kommt ein Highlight nach dem anderen. So, Lego Star Wars habe ich hier auch. Versuchen wir erstmal nicht Lego Star Wars bezogenes zu finden, damit ihr auch was anderes seht. Hier auch ein Set, was ich mag diese Figurenserie nicht wirklich, aber mein Bruder ist ein Chip und Chap Fan, also musste er die Figuren im Chip und Chap Stil haben. Hier haben wir nochmal eine Comic-Version. So sehen die auch aus. Auch richtig cool. Und wenn man das schon hat, dürfen Sonic und Tails nicht fehlen. Hier haben wir in der Form und hier haben wir die beiden und auch nochmal hier. Ja, die durften natürlich auch da nicht fehlen. Mein Bruder mag diese Figuren irgendwie. Naja, oder die Serien, wie auch immer. Da fällt einem manchmal dann auch nichts ein, aber was soll's. So, weiter. Nichts Star Wars bezogenes. Das Set ist gebaut worden. Einige Sets sind inzwischen gebaut worden. Ich habe das ist jetzt wirklich nicht einfach nur gestern mit der Post gekommen. Das hat sich auch über ein halbes Jahr hingezogen oder länger vielleicht sogar schon mit einigen Sets, die ich euch vorher nicht gezeigt habe. Es kann sogar sein, dass ich euch schon mal ein Set gezeigt habe in einem anderen Pickup-Video. Dann verzeiht mir bitte. Dann habe ich es eben verwechselt und hier doch nochmal zugepackt. Bei einem Set bin ich mir nicht so sicher. So, das Set musste auch unbedingt in die Sammlung. 30 Jahre Jurassic Park und hier Dennis Nedry, seine letzten Züge mit dem Saurier. Das wurde auch von meinem Bruder gebaut.
Und dann blende ich euch auch gerne dazu nochmal ein, zwei schöne Bilderchen ein von diesem wunderbaren Set. Dennis Niedry ist ja auch ein richtig kultiger Charakter. Die Szene ist sehr, sehr kultig und ja. Was soll ich dazu sagen? Einfach nur Kult. Ja. So, nicht Kult, aber das gab es als Bonus auch, wenn man da was bestellt hat, da einen ja, Weihnachtsstand, so ein Weihnachtsmarktstand. Ob die jetzt in der Sammlung bleiben, das weiß ich nicht. Die gab es aber exklusiv umsonst, wenn man was bestellt hat. Das ist das Schöne an dem Lego Store online, dass die ab und zu Gifts haben, also Geschenke. Die erzählen einem aber auch vorher, also man sieht schon, was man bekommt. Das sind manchmal kleine Figuren extra, aber auch manchmal ganze Sets. Ein Set habe ich hier auch und das ist auch ein besonderes. Und das ist auch ein Highlight-Set, das bleibt auch in der Sammlung. Und zwar diese limitierte Edition, das gab es auch nicht, der Magier-Workshop hier mit Lego. Ritter, auch richtig cool, so richtig oldschool. Die Höhle vom Magier, oder das Haus vom Magier. Richtig klasse, es ist so wirklich im alten Ritterstil. Ja, es wird alles zugestellt, Entschuldigung. Aber auch ein exklusives Set, was nur zur Bestellung gab und mein Bruder hat deswegen zugeschlagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat es mit dem Winnie-Pooh-Set zusammen besorgt, weil es eben so selten ist. Ja, wahnsinnig toll geht es auch weiter. Was zeige ich euch noch? Auch ein Set, was inzwischen gebaut wurde. Und zwar, hier haben wir von Speed Champions Fast and Furious, den Nissan, mit Paul Walker. Richtig coole Figur. Oder beziehungsweise die Figur ist eben halt mit dem Auto dabei, kann man auch reinsetzen. Es gab ja auch schon Vin Diesel sozusagen und James Bond gab es auch. Nur kommt hier noch ganz oben. Ist jetzt leicht, weil es nicht drin. Ja, auch richtig cool gab es, aber den hat er, glaube ich, beim Supermarkt gekauft. Da waren alle runtergesetzt für 15 Euro oder so. Also richtig, richtig günstig. War richtig klasse. Richtig günstig kam auch die Set, was ich mir mal gekauft habe. Ja, ich habe auch mir mal ein Lego-Set gekauft. Und ich habe es gleich doppelt hier stehen. Und ihr seht gleich warum, weil keine Geschichte mit drumherum ist. Ich habe mir gekauft für 7,50 Euro. Nee, nicht mal. 6 Euro war es gerade im Angebot bei Amazon, inklusive Versand. Habe ich mir natürlich bestellt Lego Creator mit dem Space Shuttle 3 in 1. Man kann also einen Space Shuttle, einen Satellit oder man kann zwei Raumschiffe bauen, immer ein Space Shuttle, ein anderes Raumschiff oder einen Raumfahrer und Space Shuttle mit Satellit. Ja, und ihr könnt sehen, es ist schon ein bisschen ausgebeult inzwischen, aber das kam richtig zerquetscht an von Amazon. Ich war sauer, weil man versucht, in meinem schmalen Briefkasten zu knüdeln. Ja, also habe ich mich beschwert und es kam Ersatz. Da war natürlich mit ja, telefonieren, mit Mail hin und her, abwarten, aber es kam dann super toll an wieder. So ist es jetzt in der Sammlung. Ich werde aber das nicht, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich das jetzt sammle und das baue, das steht noch nicht fest, aber ja, so ist es eben halt. Und man hat es dann doppelt so, muss ich anders rumlegen, damit das nicht umkippt, weil ist halt ausgebeult. Ja. So, was haben wir denn noch nicht Star Wars bezogen? Ach ja, hier ist noch ein schönes Set. Wo wir bei Sonic waren, es gab auch noch dieses wunderbare Set mit Sonic und Tails. Richtig klasse nach dem Spiel. Ist auch schon klar. Ist das schon gebaut? Ist offen. Oder? Ne, ist noch nicht offen. Ist nur ein bisschen komisch geklebt. Aber das wird garantiert noch von meinem Bruderchen gebaut. Richtig cool. Also das gefällt mir auch richtig gut. Ja, seht, da kann man kein Diorama bauen. So, der nächste nicht Star Wars bezogen, aber auch filmbezogen. Auch richtig cooles Set, der Batwing aus dem Tim Burton Film. Richtig klasse. Richtig klasse. Ist auch echt kultig, also kann man ja wirklich nicht anders sagen. Ist echter Kult. Jet. Ja, es wird zu voll. So, was habe ich hier noch nicht Lego Star Wars bezogen? Eine einzige Sache und das ist auch mega groß. Ein Stück Kindheit, aber in einer neuen interpretierten Version. Der Lego Galaxy Explorer. Hammerteil, so richtig nostalgisch. Das ist auch limitiert gewesen, also eine kleine Auflage zum Jubiläum von Lego Space. Richtig cool. Eine neue Interpretation dieses Jets, richtig klasse. Also Wahnsinn.
auch richtig kultig hier, noch ein bisschen mehr ausgeschmückt, mehr innen, ganz anderes Spielgefühl, aber mega. Es ist einfach nur mega. Ein wunderschönes Stück. Ja. Wunderschön geht's jetzt mit Lego Star Wars weiter. Das ist schon, sind alles schon Hammerteile. Also Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ein paar Sachen hat mein Brüderchen gebaut. Fange ich an mit was Größerem hier. Das ist auch gerade aktuell gebaut worden aus der Ahsoka-Serie. Haben wir hier ein richtig großes Set mit Morgan Elsbeth, Baylan Skoll, Shin Hati, Captain Porter und einem Druiden. Auch richtig klasse, das ganze Set. Das ist ja der Jet, der vor dem Sabine flieht, ganz am Anfang des Films. Ja, Lego Ahsoka. Ja, weiter geht es. Was ist noch gebaut worden? Dieses Set ist auch gerade gebaut worden. Es ist sogar da drin, was wieder auseinandergenommen worden. Auch aus einer Serie, und zwar aus der Mandalorian-Serie. Hier haben wir The Mandalorian, dann haben wir einen mandalorianischen Fleet Commander, einen TIE Fighter Pilot und einen Druiden. Auch richtig cool. Wie gesagt, es gibt von allen, was gebaut wurde, Fotos, die blende ich euch ein. Das muss ich legen. Ihr seht, das ist, sonst beult sich das aus. So, weiter und ebenso gebaut. Das Set habe ich euch schon mal gezeigt in einem anderen Video, wo es um Betrug ging. Weil die falschen Figuren drin waren. Das hatte einer mal gekauft, dann die Lego-Figuren rausgenommen, andere Teile reingetan, um das Gewicht auszugleichen und wie neu versucht zu verschließen. Das ist dann durch die Checkkontrolle leider bei Amazon durchgegangen und somit wieder in den Normalverkauf gegangen, weil sie es nicht als beschädigt oder als defekt oder wie auch immer erkannt haben oder eingenommen haben. Und somit ist das jetzt neu und das ist auch gebaut und vollständig. Auch richtig cool. Ahsokas Schiff, natürlich nicht maßstabsgetreu, es ist viel zu klein. Aber haben wir Ahsoka, Sabine, Hu Yang und Marok. Da auch richtig cool. Cooles Set. Wie gesagt, da kann ich euch Fotos von zeigen. Es ist ja auch gebaut inzwischen. Auch gebaut, eine absolute Kultszene ist dieses Teil. Das 40-jährigen Rückkehr der Jedi-Ritter. Jubiläum, und zwar der Supersternzerstörer von Darth Vader. Richtig cool, ne? Der Executor, ne? So miniaturmäßig, auch mit kleinen Sternzerstörern. Richtig cool, ne? Also es gefällt mir auch richtig gut. Ja, ihr seht, das ist voll. Aber ich habe nicht mehr viel, das meiste ist schon durch. Ja. Und hier habe ich jetzt nochmal die Brickheads von Lego, und zwar die Gang von Andor, ne? Luke, Leia, na gut, Lando war nicht dabei, Wicket und R2 im Brickhead-Style. Ganz nett, ist nicht ganz meins, wie ihr wisst, oder wie ich schon erwähnt hatte, aber auch cool. Und wie gesagt, das hat mein Bruder gekauft. Drei Sets sehe ich jetzt hier noch. Weiter ist ein Set aus The Mandalorian mit dem Snoop Fighter Pilot und Vane. Jäger von den Piraten müsste es sein. Auch richtig cool. Dann auch hier aus Mandalorian mit Bo-Katan, Grogu natürlich auch und Mando. Die Szene, wo er gefangen genommen wird aus der Staffel von diesem Roboter da auf Mandalore. Richtig cool. Ist noch nicht gebaut, wie ihr hört. Ja, Wahnsinn. So, jetzt habe ich nur noch ein Set und ihr seht, das ist viel Lego-Bau. Mein Bruder baut das gerne. Also es wird alles gebaut. Ja, keine Angst. Ihr seht ja schon ein paar Fotos eingeblendet. Kommt Zeit, kommt Rat, wird es gebaut. Einiges wird wieder zurückgestellt in die Kartons und dann, ich sag mal, wieder eingepackt. Aber einiges steht auch bei mir im Wohnzimmer. Also ist wirklich so. Ja, ein Set, ich weiß nicht, kann sein, dass ich schon gezeigt habe, aber es ist so kultig, das kann man auch doppelt zeigen. Das Endor Speeder Spike Chase Set, das ist so ein Diorama, richtig cool, geniale Szene von Star Wars, Rekki die Ritter. Kindheit pur für mich, auch richtig cool und gut gelungen mit den Figuren, richtig
richtig, richtig geil. Ja, richtig, richtig voll ist jetzt der Tisch. Ihr seht, Lego, 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 Lego. Mir fällt nichts anderes ein. So, das soll es auch gewesen sein, weil es ist einfach viel. Ja, also, was sagt ihr dazu? Lasst es mich wissen, welches Lego-Set fandet ihr am besten? Ich hätte ja fast gefragt, was soll ich als erstes bauen? Brauche ich nicht, weil es sind ja schon einige gebaut. Und wenn dieses Video veröffentlicht wird, sind garantiert noch weitere Lego-Sets gebaut, wie dem auch sei. Liken, teilen, abonnieren, darüber freue ich mich dann immer. Kommentieren, das ist das Liebste. Ich möchte mit euch sprechen, was ist echt ein geiles Lego-Set. Und ja, schreibt mir einfach mal, welches Film gefällt euch am besten. Und das, was mir euch am besten hält, da werde ich einen Short draus machen. Genau, ich versuche einen Short draus zu machen. Ein kleines Short-Video, wo ich das nochmal genauer zeige und vielleicht auch gebaut habe. Dann. Genau, lasst es mich wissen. Alles klar. So, das soll es gewesen sein. Macht's gut und habt einen schönen Tag noch weiterhin. We'll be right back.